Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Wir begrüßen euch heute zu unserem kleinen Teaser, in dem wir euch vorstellen wollen, was wir in den nächsten Wochen mit euch vorhaben. Also, viele Kollegen und ein paar von denen seht ihr jetzt in diesem kleinen Filmchen. Wir haben uns gedacht, wir haben viel Erfahrung, wir haben viel Expertise in vielen Bereichen und bei mir und vielen anderen Kollegen ist es der Bereich Learning. Und das wollen wir mit euch teilen. Was ist im Moment dran beim Thema Learning? Natürlich Virtual Classroom, weil wir sitzen alle im Homeoffice und wir wollen weiter lernen. Zu Hause arbeiten soll nicht heißen, vom Wissen abgeschnitten zu sein. Und insofern, alles, was wir an guten Tipps und Tricks gesammelt haben, wollen wir und meine Kolleginnen und Kollegen super gern mit euch teilen in den nächsten Wochen. Bleibt gespannt. Und jetzt gibt es weitere Tipps, und zwar von Johanna. Ja, Johanna, ebenfalls aus Berlin, aber aus dem Consulting-Bereich. Bei uns dreht sich alles um das Thema HR-Transformation. Was ist hier zu beachten? Was kann man weiter vorantreiben? Oder aber auch, wie funktioniert eigentlich eine komplett virtuelle Success-Factors-Einführung? Was kann man dabei beachten? Was sollte man vorarbeiten? Wie sollte man zusammenarbeiten? Oder aber Themen wie agile Produktentwicklung. Hier haben wir schon einiges an Erfahrung gesammelt und freuen uns, euch daran teilhaben zu lassen. Janika, was gibt's bei euch? Ja, danke Johanna. Janika hier aus Köln, aus dem Learning-Bereich. Und wir bringen das eine oder andere Thema auch mit, eben zum Beispiel wie die virtuelle Kaffeepause. Wir alle sitzen im Homeoffice, wir möchten trotzdem mit unseren Kollegen in Kontakt bleiben. Und da zeige ich euch, wie ihr das am besten eben umsetzt. Oder wir haben noch die eine oder andere Sportübung im Petto, damit man auch im Homeoffice schön locker und so, Pascal, was hast du denn noch so? Dankeschön. Pascal vom Produktteam, auch aus Berlin, aber teilweise auch in Köln. Das spricht schon dafür, dass so ein bisschen Remote-Arbeit immer mit einhergeht. Das Team und ich, wir sind verantwortlich für die Produktentwicklung von Loop und haben es in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon durchaus gelernt, was es heißt, remote zu arbeiten, auch ein ganz neues Produkt aufzubauen. Insofern, da die Erfahrung zu teilen, das wäre ein bisschen mein Ziel und auch ein bisschen Einblick zu geben, was sich für uns denn trotzdem noch verändert hat. Ja, also das erstmal von unserer Seite. Wir freuen uns auf euch und sagen mal, bis die nächsten Wochen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.